Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit absoluter Extraklasse. Der gute alte Holle hat sich was überlegt im Tag-Team mit dem guten Ahmed. Wir werden heute arabische Sandwiches testen. Ahmed, vielleicht kannst du so richtig episch einmal erzählen, was ein arabisches Sandwich ist. Also eigentlich ganz klassisch. Also wir sagen bei uns Sandwiche. Episch. Achso. Also bei uns heißt es Sandwiche. Das sind so lecker eingerollte Sandwiches. Und das gibt es halt mit verschiedenen Arten, wie zum Beispiel Shawarma mit Kalb, mit Hühnchen, mit Köfte, Makanek. Genau, da sind die kleinen Würstchen dazwischen. Wir testen heute mal die richtig originalen Sachen, sage ich mal. Mein Falafel ist auch original, aber ich zeige immer so ein paar andere Sachen, was man so auf die Hand kriegen kann. Seid gespannt. Und Falafel nehmen wir aber auch noch. Falafel nehmen wir auch. Weil wir dabei sind. Nee, zählt ja auch dazu, ne? Ja, safe. Sandwiche. Ja, Mann, und jetzt geht es los. Und wir sind in Hamburg City am Start. Und pass auf, Leute, ich verlange jetzt was von euch. Mir ist jetzt mal durch den Kopf gegangen. Von den Leuten, die die Videos gucken, wer sich dazu hier herablässt, einfach kurz den Daumen oben da zu lassen, denke ich, da können wir einen drauflegen. Und da bitte ich euch, mir den Daumen reinzuknallen. Und jetzt essen wir Sandwiche. Sind die Sachen halal, mein Lieber? Geil. Habt ihr gehört, halal? Warum sagst du immer halal? Es ist halt ein ganz einfacher Grund, weil sehr viele aus meiner Community natürlich diesen Background haben und für die das wichtig ist. Und deshalb sage ich das dazu. Genau, wir warten aufs Essen. Let's go. Ahmed will die ganze Zeit verzweifelt ein bisschen Food-Thema aufnehmen, aber der Durchgang ist zu eng. Aber Ahmed hat schon abgenommen. Gestern habe ich zu ihm gesagt, Ahmed, weißt du, was geil ist, ja? Seitdem du nicht mehr so fett im Gesicht bist, dann sieht man endlich wieder, was für Mimik du hast. Er hat wieder richtig Ausdruck. Sexy Man, also muss man sagen. So, ich habe Handy im Auto vergessen. Ich weiß, ich muss zum Friseur. Ab 10.000 Likes gehe ich zum Friseur. Besser wäre, solange jedes Video 10.000 Likes kriegt, gehe ich nicht zum Friseur. Und rasiere mir nicht meinen Bart. Das wäre eine Nummer. So Leute, eigentlich wollte ich nur zwei Sandwiches probieren. Er hat jetzt voll viele gemacht. Joghurt-Sesamsoße haben wir auf allen Sandwiches drauf. Dann werden wir mal jetzt schnell durchlaufen. Wir machen so viel wollten wir eigentlich gar nicht. Gib mal rüber, Ahmed. So Leute, wir haben hier dieses klassische Brot aus einem arabischen Supermarkt, was man kennt. Eigentlich eine gute Sache, ne? Ja. Der schmeckt sehr von der Konsistenz. Der ist überhaupt nicht komprimiert, ganz weich zusammengelegt irgendwie. Und dadurch hat es halt sehr viel Volumen, obwohl es eigentlich sehr wenig ist. Sehr weich, überhaupt nicht überwürzt. Rein durch die Gewürze, wenn du das Ding jetzt so isst, würdest du nicht erkennen, dass es Köfte ist. Für mich. Jetzt haben wir hier das Shawarma, das bockt mich sehr. Da hat ihr gleich so diesen Curry-Touch. Wisst ihr, Kurkuma. Dieses Kurkuma. Dieses eingelegte Gemüse ist ja auch klassisch dafür, also sehr typisch dafür. Torchi. Mhm. Torchi. Genau. Das ist extra klasse. Wirklich gut. Ich finde oftmals, wenn man orientalisch essen geht, das kann man ja dazu sagen, ne? Man erwartet irgendwie von den Gewürzen hier, finde ich, eigentlich, gerade wenn man sich nicht auskennt, geschmacklich mal was Außergewöhnliches, was anderes. Hier, das mag ein gutes Ding sein, ist für mich aber durchhört, um sozusagen. Lecker, in Ordnung. Aber das hier ist wirklich gut. Dann habt ihr diese Komponente mit dem Gemüse noch. Geil. Das sieht schon vom Fett aus wie Makanek. Ja. Ja, ja. Erinnert so ganz leicht an meine Gästwürstchen, wer die kennt. Geil. Ich schwöre es euch, die zwei flashen sehr. Tatsächlich ganz leicht überwürzt, ganz leicht nur. Ja, eher so vom Salz, würde ich sagen. Ja, okay. Aber trotzdem noch im Rahmen. Da wird anscheinend mit so vielen Gewürzen gearbeitet, du kannst nichts einzeln rausschmecken. Das ist wirklich von der Kombi, du fühlst dich hingeflasht. Wenn du noch nie irgendwie im Ausland warst und immer dein ganzes Leben nur deutsche Gäste hast und auf einmal kommt so dieses Orientalische, diese Magie, so, wisst ihr? Die beiden sehr stark. Ganz stark. Jetzt Falafel noch mal eben schnell. Ja, mit Falafel müsst ihr mal sehen, noch mit Sesam oben drüber. Mega cool, Alter. Ich
Hier merkst du richtig das Individuelle, das Selbstgemachte raus. Auch von der Würzung jetzt gar nicht mal so weit aus dem Fenster gelehnt, aber du merkst komplett dieses Frische, dieses geile, selbstgemachte, schöne, intensive Soße. Starke Sache, Leute. Aber wir haben einen guten Vergleichswert gleich. Dann werden wir woanders nochmal was testen. Kann ich gleich sagen, ob ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe. Also nochmal Zusammenfassung. Kommen mir 6 Punkte. 8,6. 8,3 wegen Salz. Und hier gebe ich auch nochmal eine 8,7. Guter Laden. Guter Arbeiter. Also gut, ist ein guter Arbeiter. So, also nächste Station, Leute, ist auf jeden Fall für Falafel. Eine Hauptanlaufstelle, gerade bei Google auch die krankeste Bewertung. Da werden wir jetzt den direkten Vergleich zum Falafel, weil der war wirklich sehr stark. Bin ich gespannt, wir sehen uns gleich bei der Location. Also das Lustige ist, dieser Falafel, wenn ihr längst geht, das ist auf der Schanze, der wird euch von allen ans Herz gelegt, wenn ihr über Falafel redet, so in dieser Food-Szene drin ist. Das wusste ich gar nicht. Das sehe ich jetzt, wo ich den sehe. Da sagen alle, wenn du Falafel essen willst, dann geh dahin, das ist der beste Falafel, den du essen kannst. Ja, aber komm doch nochmal her. Wir sehen beide gerade schon, da ist ordentlich was los. Ja, Mann. Scheint ein guter Arbeiter zu sein. Richtig guter Arbeiter. Guter Arbeiter. Richtig guter Arbeiter. Wir holen jetzt Magess im Brot, wir holen Kebab im Brot, wir holen den Falafel als Vergleich. Wir nehmen die jetzt komplett auseinander, Ahmed, ne? Ich hoffe, das sind gute Arbeiter da in dem Laden. Ahmed zeigt euch jetzt quasi mal einen Rundgang vom Laden. Einmal, dass ihr seht, so einen Eindruck habt, wie das hier aussieht. Hier brummt der Bär. Auf jeden Fall ist hier viel besser, Falafel Kimo. Viel besser als da der andere Falafelladen. Ne? Habe ich mir auch sagen lassen. Ja, also gehst du auch für jetzt, ja, hier auf jeden Fall. Ja. Was feierst du hier an dem Falafel, wenn ich fragen darf? Der hat halt zum Beispiel so diese Soße, die dann nochmal oben drauf kommt. So eine Zimtsoße, sag ich mal. Geil, Mann. Das ist gut. Geil. Ja, ja. Darf ich einmal gucken? Du hast voll die geilen Fingernägel. Wie kommt das? Einfach so. Alles habe ich Bock drauf, ne? Ja, das finde ich geil an der Gegend hier. Ne? Ich habe es immer so ausgedrückt, früher mit meinen Latschen und als ich Wildkräuter gesnackt habe bei mir in Buxtehude, haben mich alle dumm angeguckt, wenn ich hier hingegangen bin mit meinen Latschen. Da haben die mich angeguckt, als wäre ich was. Ich schwör's euch, mit meinen Jesus-Latschen und so. Ich hab mich trotzdem mal gespuckt. Und damit wollte ich gerade einfach sagen, Leute, macht einfach, wo ihr Bock drauf habt. Das war die Message eben. Richtig geil den Hummus oben drauf geschmiert. Optisch 1 plus mit Sternchen. Also hier haben wir den Falafel, Leute, mit Falafelfüllung. Hier wird die Kebab-Variante sein. Und hier haben wir die Magess-Variante. Die werde ich auch als erstes mir einmal einverleiben. Guck noch mal genau rein. Hier schön diese würzige Wurst. Du siehst, die sprießt voller Gewürze, voller Geschmack. Sehr wilde Kombi. Das Feeling war, als hätte ich den Hummus gehabt, darunter eine Schicht Joghurt und dann die Magess und zum Schluss ein Biss auf eine Tomate. Ich sag's ja immer wieder, Essen muss ein Erlebnis sein und beim ersten Bissen habe ich mich direkt verliebt. Ich sag's euch. Weil sich top ergänzt, die Wurst ist sehr kräftig wieder. Das war eben beim anderen Laden auch der Fall. Lange nicht mehr random so starke Läden ausgewählt. Hier haben wir nochmal die rote Beete hier oben. Rote Beete hat ja viel Stärke in sich. Oh, und die klingt nach. Das ist gute Rote Beete. Gute Arbeiter da in dem Laden. Ich sag's euch, flash mich. Jetzt gucken wir den Kebab mal eben, ihr Lieben. Wildes Ding, wirklich flash mich. Leicht die Lammnote. Kommt hart rein, so ein bisschen mit einem Geruch, härter als man es erwartet. Ist aber doch recht geschmeidig im Geschmack. Wieder die Süße von den roten Beeten, die Frische durch die Soße. Leichte Rauchnote, würde ich beinahe sagen. Ahmed sagte eben schon, das wird gerne mal Paprika behandelt, das Fleisch. Name? Paprikamark. Paprikamark, genau. Einfach stark. Und der Falafel, der beste der Stadt. Meine Frau hat mir den aber tatsächlich auch empfohlen. Also sie hat mir gesagt, das ist der an der Schanze, wo am meisten los ist, wo man runtergeht. Also ich denke, das ist der einfach. Ganz knusprig direkt. Ganz andere Sache als der eben. Ganz eigenen Charakter drin. Aber merkt, dass sie die selber machen. 100%. Du hast den Klassik-Falafel-Geschmack, aber der hebt dich ab. Ich kann euch nicht sagen, wie, aber es schmeckt anders. Es schmeckt frisch, es schmeckt intensiv, es schmeckt lieblich, es knackt. Dann habe ich dem anderen gegeben 8,6, 8,7, glaube ich. Die waren beide schon echt krank stark. Also ich würde denen eine 8,9 hier geben, dem hier. Eine 8,9.
8,9, 8,8, auch 8,8. Ganz stark. Ganz, ganz brutal starker Laden. Du kannst gefühlt alles essen. Geile Süße durch das Gemüse. Diese rote Beete habt ihr überall drin. Ihr habt einen ganz starken Hummus. Ihr habt würzig, kräftiges Fleisch, was aber nicht zu krass ist, weil es abgedämpft wird durch die Soßen. Endgegner, jetzt holen wir nochmal so ein Neuzeit-Sandwich, sag ich mal. So ein bisschen auf neu getrimmt. Ballern wir es noch einmal schnell rein zum Abschluss. Fat Bros heißen die. Da haben neu aufgemacht. Wir fahren da jetzt hin und dann geht's zur letzten Station. So Leute, wir sind am Start. Ganz neuer Laden halt. Man sieht so vom Feeling her. So Jungs, ihr seid gerade in aller Munde. Ich schwör's euch. Wofür steht euer Laden, Jungs, wenn ihr sagen müsstet? No hype, just taste. Einfach nur Geschmack. Ja? Ja. Fett Hotdog Chili nehme ich dann, glaube ich. Und dann nehme ich Fett Köfte Spicy. Ich glaube, arabisches Sandwich fällt da jetzt ein bisschen raus. Ich glaube, das passt nicht ganz zum Titel, aber egal. Man kann auch mal was aus der Reihe mitnehmen. Guck mal, Leute, die machen hier auch selber ihren Eistee. Einen Stück probieren. Schmeckt wie ein gekaufter. Also jetzt nicht im negativen Sinne, schmeckt, als hättet ihr eingekauft. Aber habt ihr 100% selber gemacht. Ihr lügt, seid ehrlich. Würdet ihr auf eure Kinder? Ich schwöre niemals auf meine Kinder. Ja, ich wusste, ihr lügt. Aber er schmeckt, sagen wir mal so. Er schmeckt, das ist die Hauptsache. So Leute, sieht auf jeden Fall Endgegner aus, so viel kann man sagen. Ganz knusprig, hört mal rein. Also auf jeden Fall Geschmacksexplosion, ganz intensiv. Vor allem auch Schärfe kommt durch, das ist definitiv geil. Also an Intensität nicht zu toppen. Nicht zu toppen. Sehr geile Elemente, wie zum Beispiel das Brot. Und das Außen, genau das hier. Das ist ein Knusper-Erlebnis, das ist eine Geschmacksexplosion. Hast du Schärfe, die reinkickt? Aber mir persönlich ist es zu intensiv. Aber ich weiß ganz genau, es gibt sehr viele unter euch, die stehen genau auf das. Also kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass sie sehr viele auf ihre Kosten kommen. Gerade im Suff oder so. Am Katerfrühstück oder sonst was, knallt einfach rein so, ne? Wir gucken, wenn immer das nächste Ding und guckt euch das doch einfach mal an. Jetzt mal ganz ehrlich, von der Optik sehr, sehr krass. So Leute, sieht auch echt ganz andere Art. Also da kann man jetzt wieder arabisches Sandwich sagen, natürlich voll auf Neuzeit, ne? Okay, aber... Orientalisches Köftesandwich. Ja. Guckt euch mal an, Alter. Was du auf jeden Fall merkst, sind die Jalapenos. Schon scharf. Ich sag euch ehrlich, mein Gaumen ist getäuscht. Würde ich jetzt die Augen zumachen, würde ich denken, hier ist eine Hotdog-Wurst drin. Nicht vom Geschmack, so von der Konsistenz und vom Feeling. Wahrscheinlich wegen den Röstzwiebeln. Für mich auch persönlich wieder zu viel. Zu viel auf einmal mit den Röstzwiebeln hätte man vielleicht auch einfach weglassen können. Man kann letztlich zu dem Köftegeschmack auch halt nicht viel sagen, weil natürlich die anderen Sachen übertönen. Es gibt diese krassen Liebhaber von so extremen Gerichten. Und die kommen hier auf ihre Kosten, aber das ist einfach nicht meine Art so zu essen, würde ich jetzt mal sagen. Dritte und letzte Runde, Falafel. Brot ganz anders jetzt, das hier sieht mir sehr individuell aus und so leicht crepeartig. Also von allen dreien dringt hier am meisten dieses Kruste durch. Kennt das, wenn man was frittiert, außen die Schicht Kruste und dieser Geschmack davon. Der ist hier, ist am stärksten gebacken und auch am intensivsten.
Weil für mich der Kritikpunkt an dem hier, ich finde diesen einfachen Blattsalat, passt meiner Meinung nach nicht so perfekt dazu. Nichtsdestotrotz ein guter, stabiler Falafel, hätte ich nicht noch 5 Punkte gegeben. Bei den anderen ist beinahe unfair zu bewerten, weil es einfach nicht mein Ding ist. Es ist mir zu viel dieses Geschmacksexplosion. Geh hier hin, wenn du es willst. Wenn du auch gerne zum Beispiel Sucuk-Döner isst und so, du bist hier genau an der richtigen Adresse. Für meinen Geschmack 6 Punkte bei dem Hotdog. Das Brot hat es rausgerissen. Hat bei mir nochmal einen extra Punkt gegeben, aber einfach nicht meine Liga. Köfte auch 5 Punkte. Da muss man ganz klar unterscheiden, das ist einfach nicht mein Ding. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir bitte ein Abo da, einen Daumen oben und einen Kommentar. Würde mich richtig freuen. Vor allem Daumen oben. Einmal runterscrollen. Daumen oben reinknallen. Tut mir den Gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Southern California.